Weil man da hoch. Vielen Dank für den Follow, Senfu. Danke, danke. Hä? Ah, jetzt. Wild Rift gibt es einfach, weil Riot ihr eigenes Mobile MOBA machen wollte. Und wie gesagt, es sind zwar unterschiedliche Games. Und ja, im Endeffekt haben beide die gleiche Vaterfirma, also mit Tencent. Aber es sind immer noch zwei unterschiedliche Studios und eigenständige Firmen, die das machen. Ne? Und wie gesagt, auf Dauer denke ich, dass Wild Rift und AOV zwei unterschiedliche Zielgruppen ansprechen werden. Na, der kommt raus. RIP. Nimm uns den Farm, danke dafür. Oh, er hat ihn genommen. Schade. Ich gut gebrauchen können. Jetzt kommt der Super Burst. Ich sag, schaut euch mal den Burst an, wie wir den Drachen hier wegfeuern. Mit ein paar Items. Das ist so brutal. Oh, Maloch ist nicht Level 4. Ich hoffe, der Tank trifft. Nice. Und schnell wieder raus. Schnell weg hier. Moin, Daniel. Hallo. Joink. Ist unser Golem weg? Oder ist er noch nicht gespawnt? Ich glaube, er ist weg, oder? Ja, da ist er. Ich habe ihn gefunden, den Golem. Aber den holen wir uns doch definitiv wieder. Jo, danke dafür. Bis denn, war denn. Ciao, ciao. Und viel Erfolg morgen in der Schule. So, jetzt gibt's den fetten Roam wieder auf die Top-Lane. Warte, wer jungelt beim Gegner? Die Wisp. Okay. Hier noch den Farm mit. Ich benutze jetzt mal kein Smite hier drauf, weil der Drake in 20 Sekunden ab ist. Nein, ein Auto-Attack hat gefehlt für ein Reset. Geht er da ran? Nee. Ich versuche schnell noch den Drake hier. Goldfarm für Helden, du kannst einfach nur farmen. Es gibt keinen Weg, außer Goldkarten irgendwie schneller das Gold zu bekommen. Für neue Helden. Du kannst einfach wirklich nur viele Games spielen.
Genau, für Edelsteine zum Beispiel Doppelkarten holen. Krixie ist down, oder? Ja. Die sollte auch sterben, oder? Nein, er kriegt sie nicht mehr. Gar nicht gut. Wir holen erstmal Slicks. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Attack-Speed. Nicht gut, nicht gut. Wisp ist weiblich, ja. Boah, zieht er das durch? Der zieht das durch, oder? Alles klar, wenn er Bock drauf hat, warum nicht? Wisp hat auch ein bisschen mehr Farm als wir. Das ist in Teamfights natürlich unschön, wenn ihr der ADC seid. Oder einer der beiden. Und der Gegner ein K Gold mehr hat. Das ist nicht so cool. Es war zu spät. Nicht reagiert. Hallo, sie da habt. Gönnen die dir noch? Gönnen die dir für den Triple? Stirbt er noch? Er stirbt noch, okay. Oh, es war ein Ace gegen Triple. Nicht gut. Ich finde, die Runde sieht eigentlich nicht schlecht aus, so overall. Aber unser Team ist so behind. Das sind 3k Gold, ne? Die super behind sind. Uncool. Oh, was macht die Wisp? Okay, nevermind. Wir haben es aufgeholt. Alleine durch den Move gerade haben wir es einfach alles wieder aufgeholt. Danke dafür. Finde ich sehr sympathisch von der Wisp. Kurz runter versuchen hier mal. Das Game existiert natürlich noch, ja. Das Game gibt es noch. Gut bei Max. Okay, da sind die nicht drin. Ich würde gerne den Ryoma töten, aber ich weiß nicht, ob der noch auf der Lane ist. Ah, ne, der ist da. Okay, on my way, on my way. Ryoma stirbt, denke ich, vom Max. Der ist super suicidal. Der springt immer rein, macht den kompletten Kamikaze-Move. Aber die Kriegs hier nicht gekommen, wäre das eigentlich solide gewesen, der Play, dass wir da die Wisp auf jeden Fall rausgenommen haben. Und mittlerweile denke ich auch, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, das Game hier. Nee, Flori sagt mir absolut gar nichts. Da kann ich nichts machen. Go, ein Proc noch. Ja, nice, nice, nice. Oh, was war denn das für ein... Boah, der Play von Tain. Junge, warte, das war sehr, sehr gut. Also legit. Das war brutal. Das war richtig, richtig krass. Die Aron wollte ranflickern und ulten. Und Tain hat ihn einfach... Millisekunden genau reagiert.
und den komplett weggefahren. Nice Sache. Kannst du das Game bitte auf YouTube hochladen? Kann ich machen? Hallo YouTube. Hallo YouTube, bedankt euch bei Joni. Das Gameplay hat er sich gewünscht für YouTube. Machen wir. Jo, kein Problem. Ich weiß aber nicht, wann es auf YouTube kommt, denn ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Videos in der Warteschlange auf dem Uncut-Kanal. Also wirklich einige. Das heißt, ihr seht das hier wahrscheinlich in einer Woche oder so. Ich würde eigentlich gerne... Sie hat keinen Flicker ab. Ultimate von Krixi ist raus. Oh, Max. Boah, die ist ja super geplatzt. Puh. Also, das, die ist einfach nur wie ein Luftballon. Weg war sie. Also ich kenne so einen Flori nicht, ehrlich gesagt. Und die guten Spieler von damals kenne ich eigentlich. Denn die waren ja mit auf den ganzen Turnieren und so weiter. In der Valor Series vertreten etc. Und Flori sagt mir ehrlich gesagt nichts. Ich habe meinen Bogen an, aber ich komme nicht ran zum Auto-Tacken. Nein, ich kam nicht ran. Und ich hab den... Nein, der Drache ist auch weg. RIP. Der Drache ist auch weg. Naja. Egal. Ich glaube, der Slayer war trotzdem solide. Wir haben ihn zwar nicht benutzt mit dem Dragon, aber der hat definitiv geholfen, da den Teamfight zu gewinnen. Wir können halt immer noch verlieren, gell? Ein Teamfight ist over. Der Tower, da muss unbedingt weg. 300 HP. Oh, sie engagen. Oh, oh, oh. Ultimate hau ich rein. Die sollte auch ein bisschen zonen. Okay, ist gewonnen. Sehr schön. Damit fällt der Tower und das sollte das Game gewesen sein. Hoffentlich war es das Game. Ja, GG, schöne Runde.